Oh feia! Oh feia, Alter! Oh Gott! Hat er ja schon Speer im Kiefer? He was helping us. No! You saved him, remember? Stop thinking. Hide, sir! She will not spare you again. Go! She's coming back! Oh. Oh, ey. Oh, ist das krass gemacht. Oh, ist das krass gemacht. Ich finde überhaupt gar keine Worte dafür. Oh. Some will so strongly dream a new world. A hell of their own creation. And they will not sit lonely in that nightmare. Du wirst einfach nur überrannt. Du, von den Impressionen hier, Alter. Das ist... Was? Ja, schöner Cut. Okay, cool. Aber du kommst ja nicht zum Verdauen vom Ersehenden. Das ist. Also. Übel. When the volcano erupted, it tore open the wall between this world and Jotunheim. The giants came flooding from the east, killing and eating whomever they could lay their hands on. Now some of us, we hide. You have to fight, not hide. Make defenses, struggle on. And some of us use others to stem the tide. Others? What do you mean? Tell her, Thorgestur. Tell me. Shall I tell her what your father's been doing? What else is there to do, Fagrimmar? We found a way to keep our people safe. He is part of it too. He believes. Your people are dying. There is no other way. Tell us, tell us. What are they doing? Oh Gott, die benutzen wahrscheinlich die Sklaven. The Borgarvirki is using slaves. Slaves from your lands. Sacrifices. Sacrifice. He's offering them to the giants so that his people will be left. He takes innocent people. Alter. Evil. This stops now. He's a monster. You can't stand alone against us. You have no chance. He does not see, but he can see. His darkness is evil. We can show him he's a monster. There is another way. There is always another way. Toga has you marked now. If you try to leave the Red Hills, he will hunt and kill you. No. Then I will kill her first. She can't be killed. It's impossible. I have killed a god, Fagrimmar. Nothing is impossible. No. There is no way. He is right. We cannot kill the giant. The gods cannot be killed. You can't. You deserve this. Why did you come here, Senua? To stop the slavers. You thought you were helping them. And now you are stranded. Stay. You can't stop them. Man muss halt immer dran denken, ne? Diese krasse, dunkle Stimme irgendwie. Sind unsere Zweifel, ne? Die immer lauter werden an bestimmten Situationen oder in bestimmten Situationen. Und auf die dürfen wir ja nicht hören. Wir dürfen auf die ja nicht hören. Und wir werden jetzt ein... Krass! Boah, guckt euch das da mal an, das sieht so übel aus hier. Das ist die Stimme unseres Vaters. Des toten Vaters wohlgemerkt. So I will find a way. No. There is no way. I will always be here to remind you to know your place. Ja, schön klein halten, ne? Stop you getting ideas into your head. Also bis jetzt muss ich sagen, hat dieses Spiel eine absolute 12 von 10 Punkten. Das kannst du nicht anders sagen. So, kann ich die Fackel nehmen? Ich muss die Fackel nehmen. Ja. Sehr gut. Okay. Okay, wir können jetzt nach oben weitergehen. So, dann geht's hier wieder runter. Links oder rechts lang? So, hier vorne, genau, hier vorne war dieses
Diese Prismen. Vielleicht kommen wir mit der Fackel jetzt da durch. Ah, scheint so. It is not so easy to banish me, child. You can't beat me down anymore. So, gehen wir mal links lang. My path is the only path. Okay, das war anscheinend der falsche Weg. You can't keep me trapped. Okay, woran? Okay, wenn es rot dahinter ist, dann ist ja, nicht doch. Dann ist es der falsche Weg oder wie? So, dann gucken wir mal kurz hier. Hier sieht's nicht rot aus. Oh, hier sieht's nach Kampf aus. Donnerlittchen, der setzt mir aber zu, der Penner. So, komm, steh mal auf. Wir müssen tatsächlich unseren Fokus mal aktivieren. Mann, Alter, wieso denn? So, jetzt gibt's aber ein paar auf die Mütze, mein Freund. You will never save them. You can't even save yourself. So, schön pariert. Mann, die haben aber einen harten Schwung hier, die Freunde. Oh, wir haben aber schön pariert jetzt anscheinend. Durch irgendetwas. Just listen to me, Senua. I speak for the gods. Du sprichst überhaupt nicht für die Götter, du sprichst halt als mein Zweifel. Gehör dir ja nicht zu. Total egal, ich lese mir auch nicht durch, was du sagst. So, kann ich die Fackel wieder? Ja, kann sie wieder aufnehmen. Sehr gut. So, warte mal, probieren wir es mal hier vielleicht. Oh, das Rot. Ne? Geh ich mal vielleicht nicht hin. Rot ist nicht gut. Schauen wir mal hier. Okay, sieht ein bisschen besser aus. Also rein die Atmo, die Grafik, es sieht großartig aus. Es sieht einfach richtig großartig aus, das Spiel. You can't hurt me. I carry the light. Light fades, Senua. Light can't. Oh, no, 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 no. The darkness is all that persists. Your only constant. There is no. So, dann lass uns mal schnell die Fackel wieder entzünden. There is always a way. No. Also dieser Tritt von dem Penner ist immer, der zieht Energie, Alter. Komm, steh auf, steh auf. Kommen Sie nur, komm hoch, los, 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 los. Los, steh auf. Sehr gut. So, jetzt rasieren wir dir erstmal ein bisschen die Fresse nach. Sehr schön. Zack. Ein guter Konter bringt sofort vollen Fokus. Das ist ziemlich gut. So. Blood and fire. Blood and fire. Der erste Mal. Wow. Hat er echt wirklich durch das Rausreißen seiner Axt irgendwie Damage gemacht? Ich glaube, ich bin das. Okay,
Okay, that's it. That's it. That's it. You just have to submit to me. Let me hold you, shape you. Nee. Give you strength. Wenn du nicht zulassen, dass du mich formst. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So, dann schauen wir mal irgendwie, ob wir irgendwo einen Weg finden, der sicher vor ihm ist. Ja, das ist rot. Das lassen wir mal. Wie sieht's hier aus? Ja, sieht's besser aus, okay. Lass uns hier lang gehen. Also das Ding ist halt so, das spricht halt auch so. It's time to give up, oh Gott, child. Über so viele Ebenen irgendwie, ne? Also du bist halt in so einem Labyrinth. No. Als, what you did oh Gott. Me, I see it here. They are cowed, als eins der Lichtträger, sag mal, irgendwie, und du kämpfst darum, irgendwie nicht von der Dunkelheit verschluckt zu werden. Ne? Also eine Interpretation zum Beispiel. Blood for a lie. So, wir machen mal an hier den Haufen. Lass uns mal ein bisschen Feuer bringen. Lass uns Licht bringen. Oh must cleanse Gott, wer steht denn da oben? Sacrifice. Zünden wir uns jetzt... Oh Gott, wir zünden uns ihn oh, selbst an. Das darf doch nicht... Your mother said... And we sacrifice. And the people prospered. Until you came back. Bringing sin with you. The gods cannot be killed. All we can do is placate them. Slake their thirst with blood and fire. I see through your darkness now. I see through your lies, and I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. I will destroy them. Ach krass, das ist halt einfach krass, sie ist so krass cool. He tried to hold you down in the darkness. Darkness told you there was no way out. That the gods ruled you. But you fought back. You were strong. Maybe you can fight back now. She can fight back. She can. Maybe there is a way to pull through. There is always a way to pull through the darkness. The darkness. To kill the giant. She will find a way. She is strong. You are powerful. She is stronger than this. You can kill their gods. She knows the truth. She sees it now. Tell him. You are wrong, Fagrimur. The giants, they can be killed. There is a way. Well, I'm not sure I believe that. But I think if anyone can find a way, it's you. He knows we are special. Before, when I rescued you, he understood. He said you were waiting for me. He felt us coming. But I've never met you. How can he see inside well, you? I knew someone would come. Somebody different. You are different. Somebody with the ability to look at the world and see what might be. You are special. Now what is? She's not special. And that is you. She's just like the others. No, she I've is special. I've seen you listening to the voices that we cannot hear. To the Verdir and Gandir. Voices? How does he know about us? You have the ability to see behind the veil. You are a Sedhkona, a seer, whether you know it yet or not. A seer? What is this he speaks of? Do you know, Senua? Do you know this is you? Iltoiga. Where does she go when the summer's up? She brings suffering to everyone. A monster. She hides down there. Hiding. Waiting. Under the cover of the cliff. She's there most days. Just staying close. These people live in waiting fear. Waiting for us to slip. Constant fear. They are waiting but to you cannot die. Approach her down there in the shadows. You don't stand a chance. And she won't come out until it's night. You have to do something. This is why you have been called here, Senua. They shouldn't live in fear. He knows. Listen to him. A
Have you heard of the Hidden Folk? Hidden Folk? The Hidden Folk? Yeah. Have you heard of them? The secret people. Powerful, aloof. What if they were gods or something like, but now they hide themselves in the earth. Even the giants steer clear. The giants fear them. If the giants fear them, they must hold the key to them. They hold the secret. Will they help us? Well, they have no love for man. Whatever ties we have are weaved from heartbreak and despair. Although I did consume their bitter breath. He has found them. Just once. So it is not impossible. They did grant me what I sought. If he can find them, you can find them. They will. They will test you. We have been tested before. They might before. Even try to kill you. But if you win their favor... We might die. Might give you what you seek. Where can I find them? They will give us what we seek. There's a rock. Close to here. Where they are said to live. Its entrance is hidden. You might find it. She will find it. They want you to? You will. Tja, der Feind meines Feindes. Ne? Aber allerdings muss man sagen, klingt das extrem gefährlich. Also, Wahl zwischen Pest und Cholera tatsächlich irgendwie. Aber gut. Das ist die einzige Möglichkeit gegen die Riesen ist. Probieren wir es. Großartig aus. Sieht einfach großartig aus. Okay, gut. Vielleicht kriegen wir wieder eine Waffe oder irgendetwas in der Richtung, irgendwie, was uns gegen die Riesen hilft. Oder ein Zauber oder eine Erkenntnis. Wer weiß. Bis jetzt kann ich noch nicht mal wirklich sagen, ob die Riesen echt sind. Oder nicht. Oder ob das auch wieder alles ein Konstrukt der Einbildung von Senuia ist. Aber das ist halt so schön, du hast halt extrem viel Interpretationsmöglichkeit bei diesen Spielen. Und also bei Teil 2 ist es sogar noch krasser als bei Teil 1, finde ich. Irgendwie. Also. Naja, ich weiß nicht, ob wir es unbedingt sind, die jetzt hier alle retten können, aber. Vor allem, es wird ja halt auch Nacht, ne? Irgendwie, wie man jetzt hier sehen kann. Also, es. Wir laufen jetzt hier einfach so lustig draußen rum. So, mit unserem Spiegel und unserem Schwert. Gut, können wir bei den Riesen noch nicht so viel Schaden anrichten. Von daher, naja, wir gucken mal. Okay, wir schauen mal. Also, die Umgebung sieht atemberaubend aus. Unwirklich auf jeden Fall. Was ist das? Muss ich fokussieren? Nee. Okay. Chubidu. Scheinbar können wir hier noch nicht lang. Mal schauen, dann kann ich hier hoch. Ich kann hier nicht hoch. Ich kann hier also nicht weg. Jedoch, warte mal, ich bin hier runtergekommen. So, okay, was ist das jetzt? Oh Gott, was denn jetzt? Oh Gott, eine gespiegelte Welt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, viele Grüße von den zwei Horizonten. So, können wir den einsetzen? Ja, können wir. Okay, wir müssen einen zweiten Ball finden. Wie können wir fokussieren? Oh, okay, alles klar. Interessant, du musst dich also auf das Spiegelbild konzentrieren. Damit etwas in der unteren Welt stattfindet. Cooles Prinzip. Oh. Ich muss auch sagen, bis jetzt wiederholt sich nicht so viel
wie aus dem ersten Teil. Also nicht falsch gesagt irgendwie. Also es ist jetzt keine Kopie des ersten Teils, muss ich sagen. Klar, diese Runen zusammenfinden irgendwie, das war auch ein Element aus dem ersten Teil. Aber das ist jetzt komplett neu, finde ich hier. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt zum zweiten Mal den ersten Teil spiele. Okay. Wahnsinn. Der Weg ist frei. Weiter geht's. He can hear us as well. He doesn't hate her. Hate us. Not like the others. Gott, was machst du denn hier, wenn ich hier mal trinken muss oder irgendwas oder essen? Hier ist doch gar nichts, Alter. Hier ist einfach mal gar nichts. So, warte mal. Hier kommen wir da durch und da können wir hochklettern. Ich würde, weil ich denke, dass ich hier einfach bloß einmal... Oder nee, anders. Wir laufen mal unten durch. Es kann sein, dass wir unten gleich wahrscheinlich ebenfalls wieder ein Tor finden oder so und dann zurücklaufen müssen und da oben eventuell den Ball finden. Vielleicht. Vielleicht noch nicht, wer weiß. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt hier irgendwie Collectibles oder irgendwas gibt in diesem Spiel. Wobei ich... Aha, ja. Da vorne. Jetzt komme ich auch nicht mehr zurück. Okay. So, gut. Hier... Da oben haben wir einen Ball, den holen wir mal. Also eine Kugel, ein Palantir oder keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Okay, und da komme ich aber nicht hin. Okay, ich komme nicht hin. Dann probieren wir mal an den ranzukommen. Okay, das sieht etwas einfacher aus. So, dann schnappt ihr mal. Die Bowlingkugel? Ja, ich muss natürlich, werde weit gehen, um euch zu finden, Freunde, weil ihr müsst mir den Skill geben, irgendwie den Riesen zu töten. Die Riesen. So. So, klingt mal die Pille ein hier. Okay, jetzt können wir da lang. So, schön. Und jetzt können wir hier hochklettern, sehr gut. Warum liegt hier so ein verschnürtes Stück Speck? Da drüben ebenfalls nochmal. Ah, verstehe. So, okay, jetzt hat sich wieder geändert. Ich kann hier runter. Und. So, dann klingt man den Kumpel hier ein. Oh nein, da ist noch einer. Yeah. Dann schauen wir mal. Okay, wir fokussieren uns da oben auf den Knödel. Das war nix. So, oben ist unten. Und da ist der nächste Palantir. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Kann ich denn... Moment. Okay, nein, ich brauche eine gerade Sicht oder was auf die Dinger. Das ist ja fies, ey. Heißt, ich muss da hoch. Aber dann bin ich doch recht weit weg, bin ich der Meinung. Und vor allem ist das Ding hier im Weg. Ich guck mal kurz. Nee. Gut, den erreiche ich von hier aus nicht. Wie kommen wir jetzt da ran? Wie kommst du da ran? Vielleicht muss ich einfach noch nah genug ran. Vielleicht reicht das ja schon aus. Nee. Das tut's nicht. Achso, was ist denn, wenn ich jetzt hier...
Nee, kann ich auch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Also ich muss in direkter Sichtachse sein. Ansonsten move ihr nicht zu dieser Sphäre um. So, machen wir mal so. Wie können wir das jetzt machen? Wenn ich jetzt hier oben den aktiviere, was passiert dann? Dann komme ich ja hier eigentlich nicht runter. Ne? Das war das Problem. Dann komme ich hier nicht runter. Also, aber eigentlich wäre das exakt der Winkel, ne? Irgendwie. Ja, fast. So, jetzt könnte man da hinten hochlaufen. Das wäre gut. Das wäre gut. Aber wie komme ich... Moment, ist der Weg da vorne auch schon frei? Ja, sieht's aus. Okay, alles klar. Gut, dann probier's mal so. Wir hüpfen runter. Und laufen außen lang. Dann eventuell komme ich auf die Höhe denn. Ja, genau, alles klar. Jetzt stehe ich auch genau davor. Und jetzt können wir auch mit der Sphäre interagieren. Swump. So, jetzt nochmal wieder runter. Aktivieren die Sphäre hier vorne. Die uns dann hoffentlich denn da durchlässt. So der Plan. Oder so die Hoffnung, besser gesagt. So, der Ball ist unser. Ich freue mich. So, zack. Hammer. Und wir haben den letzten Palantir. Bring it back to them. So, und dann machen wir mal den gepflegten Dank damit. Zump. Und drin damit. So, und damit verschwindet. Ah, vorne. Ich weiß ja nicht, wie man das nennt. Das ist so fast so ein Astmandala oder irgend sowas. Aber der Weg ist frei und darum geht's. Wenn diese gelbe Steine, muss doch eigentlich alles, muss doch Schwefel oder irgendwas sein, ne? Das muss doch tierisch stinken hier, ey. Hast du ja öfter, sag mal so, an Vulkan, in Vulkannähe, ne? Dass du natürlich auch Schwefel hast. Aber, boah. Also stellt euch mal vor, ne, so richtig hart faule Eier. Irgendwie so ein Schwefelgeruch. Can you still hear that? Don't lose the thread, the hidden thread. So, und wir kommen tatsächlich auch der Rauchsäule etwas näher. Was ist das? What does it mean? Ich wollte ihn auch gerade fragen. It's a sign. You're on the right path. Yes. Okay. Yes, she can still hear. She can. We can follow them. You have to follow them now. Okay, ist nochmal so ein Zeichen und dann gehen wir mal hier in die totale Dunkelheit. Ich freue mich. Yay. Oh, okay. Jetzt gleich wieder raus. Wir haben Gott sei Dank echt noch ziemlich lange Sonnenlicht, also Tageslicht. So, ich habe hier ständig irgendwelche Stranger Things Flashbacks irgendwie, wenn ich immer irgendwie upside down, upside down. Komm. So, da vorne scheint mal wieder so ein Palantir zu haben. Oh, das sieht toll aus. So, dann hol ihn dir mal. They question you. Are you the one, Senua? She has to be. The lake is here too. Okay, rot. Rot ist nicht gut. So deep and dark. It is trying to claim us. Trying to take you down with it. So, sie wollen uns nicht hier. Das ist ja toll. So, okay. Schauen wir mal. Ist das der Einzige? Nee, das ist noch einer. Okay. Können wir irgendwie hochklettern? Nee, wir können einfach hochlaufen.
ist ja noch einfacher. So, da haben wir den zweiten Palantir. So, den nehmen wir mit. Und da hinten sind schon die nächsten Sphären. So, hier brauchen wir ebenfalls wieder einen dritten. So, warte mal. Nee, hier waren wir. Und den waren wir schon dran. Dann würde ich hier vorne mal schauen. Okay, hier sind es zwei. Die Frage ist immer nur, in welcher Reihenfolge wir die aktivieren müssen, damit es Sinn macht. Okay, das war erstmal nichts. Nein. Muss. Wieso? Okay. Ich wollte gerade fragen, warum komme ich hier nicht durch? So, aber ich komme hier nicht hoch. Es wäre ein leichtes, über diesen Zaun zu klettern, aber sie macht es natürlich nicht. Ist ja klar. Okay. Hier ist natürlich nichts. Was? Moment mal. Kann ich doch hier lang? Ach, Mann, Senuja, kletter doch einfach hier rüber. Das ist doch nicht so schlimm. Okay, also ich komme nicht auf diese Höhe. Die Frage ist, ist eventuell noch irgendwo anders eine Sphäre, die ich nicht gesehen habe? Wo ist denn hinten? Komme ich hier hinten hoch? Oh, das ist ja doof. Liegt doch hier lang. Na, hör mal. Was? Ja, das war es. Kein gutes Zeichen. Na! Bastardo! Also so oft wie eine Kofferkinder, Alter. Boah. Axel, ne? Wie kann denn das sein, dass er schon wieder seine Angst hat? Er soll doch gerade noch nie geworfen. Ach, Bumerang-Axt, ich verstehe. Oh. Also das ist schon ein harter Move. Das ist schon ein harter Move, Alter. Oh! Oh! Eieiei, der ging aber hin, los. Fresse, Alter. Oh, Dicker. So, komm, gib ihm. So. Das ist sehr gefährlich. Okay, gut. Hat sich denn jetzt irgendwo... Warte mal, wir haben jetzt quasi was... Wo ist denn jetzt der Palantir eigentlich hin? Ist der jetzt irgendwo unten? Wir haben noch gerade tatsächlich, wir haben noch den, die Sphärium aktiviert. Was ist dadurch passiert? Oder wurden wir gestört? Zur Not kurz nochmal aktivieren, mal schauen, was passieren wird. Okay, der Weg hier unten ist frei. Der Weg unten ist frei. Für was? Für was ist der Weg jetzt frei? Können wir aus der Perspektive eventuell nochmal die andere Sphäre aktivieren? So, weil das war ja tatsächlich jetzt erstmal... Ah, okay. Alles klar. Und damit haben wir den Weg hier unten und können bis... hier vorne hin. Und jetzt müssten wir, glaube ich, hier die Let-Sphäre ebenfalls nochmal aktivieren. Damit wir genau da hinten hinkommen. Alles klar. Gut. So, und jetzt können wir durchlaufen. Genau. Sehr schön. Dann tun wir das mal. Also ich finde, die Kämpfe sind sehr intensiv gestaltet. Sehr, sehr intensiv und sehr, sehr brutal und blutig. Was ich ziemlich cool finde, irgendwie.
Weil es halt einfach mal nicht authentisch mit reinbringt, sondern es macht die Sache noch nicht, weil es besonders blutig ist, sondern weil es halt einfach so brachial ist. Die Kämpfe macht es so ein bisschen erwachsener. Ja, das ist nicht so ein durchgestyltes John Wick-Kämpfe, ne, sondern es ist tatsächlich halt eine Frau, die sich gegen einfach einen körperlich wesentlich stärkeren Mann durchsetzt irgendwie. Und das, finde ich, fühlt man tatsächlich, das spürt man auch so ein bisschen in den Kämpfen, ne, weil das halt einfach nicht, also die kämpfen halt nicht körperlich auf gleicher Ebene. Das ist cool gemacht, das ist wirklich cool gemacht. Aber es fühlt sich halt auch so intensiv dadurch an. Wirret hier Brabbel hier von mir, Alter. Das hört einfach nicht auf mich. So. Müssen wir schnell in den Badesee teleportiert. Auch die Fliege. Wow. Okay. So, Missy hat mal schnell den Stöpsel gezogen. Und der See läuft ab. Natürlich läuft der See ab, Alter. Was für eine krasse Indiana Jones Nummer ist denn das hier? Sensationell.